Wer ist da? Nicht schießen! Ich bin keiner von denen. Ich bin Doktor. Marcelo Jimenez. Sie waren vor dem Unfall in dem Krankenwagen, richtig? Ja, wir haben mit Glück überlebt. Haben Sie noch jemanden gesehen? Meinen Patienten Leslie. Ich habe ihn vorlaufen sehen, aber... Aber? Kommen Sie hier lang. Aber bitte leise. Sehen Sie selber. Diese Dinger haben mich den ganzen Weg ins Dorf verfolgt. Mich auch. Die sind hier überall. Leslie ging durch dieses Tor. Oh Gott. Es sind zu viele, um sich durchzuschießen. Einer von uns könnte sie weglocken, während der andere das Tor öffnet. Sie sind der mit der Waffe. Wenn Sie meinen... Scheinliches Ding. Da ist eine Kurbel auf der Terrasse. Sie müssen sie betätigen, damit ich durchkomme. Der Alte geht dabei noch drauf.
Sie ist weg. Hier ist etwas, das Sie gebrauchen könnten. Hier entlang, bitte. Wo führen Sie mich hin? Sie reden wohl nicht viel. Detective Castellanos, haben Sie so einen Schlüssel? Mit so einem Schlüssel können Sie eine dieser Türen öffnen. Der Inhalt gehört Ihnen. Kommen Sie jederzeit wieder, wenn Sie möchten. Scheiße, ich brauche Deckung.
das nehme ich besser mit. Versuch Nummer 4. Probanden Nummer 4 bis 13. Gehirnströme verringert, aber Synchronisation hergestellt. Probanden sollten allmählich ein geteiltes Bewusstsein erfahren. Bisherige Versuche haben einen rapiden Verfall des Bewusstseins gezeigt. Ihre Gedanken wurden zu einem höchst erlesenen Amalgam aus mentalen Versatzstücken. Ich muss mich selbst mit ihnen verbinden, um den Schrecken zu erleben, bevor er vergeht.
Warten Sie! Hier drüben! Warten Sie! Officer, nehmen Sie mich mit! Detective Castellanos. Leslie müsste kurz vor uns sein. Wir müssen ihn unbedingt finden.